Blub, blub, Leute, willkommen zu einer ganz neuen Session Dwarf Fortress mit einem neuen Patch. Nämlich wir sind bei Version 0.47.04, glaube ich, war's. Kann man hier leider gar nicht mehr sehen, ja. Auf jeden Fall, wir haben eine Welt angelegt, eine neue. Wir sind nur 5 Jahre drin. 5 Jahre sind vergangen auf dieser Welt. Das hier wird der einzige Startpunkt sein, der alles hat, was ich will. Und gleichzeitig Zugang zu allen anderen Nachbarn, also Goblins, Elfen, Zwergen und Menschen. Alle anderen Punkte wären, glaube ich, entweder ohne Goblins oder ohne Elfen oder ohne Menschen. Immerhin Zwerge sind dabei. Das heißt, wenn wir das hier weiterspielen, die Welt, dann, was wir hoffentlich können, später nach dieser Session, also nach diesem Vor, dann können wir uns das anschauen. In diesem neuen Patch gibt es auch Villains, also irgendwelche Bösewichte und Verräter und sowas im Vor, die erscheinen werden, soweit ich weiß. I don't know. Hier oben sieht man übrigens das Date, der 15.01. im Jahre 5. Die Welt ist 5 Jahre alt. Moin. Aber hier wird sich vielleicht dadurch einiges ergeben können und wir können die Welt selber gestalten, was ich ganz cool finde. Jetzt will ich mal nachgucken. Wir haben auch ein anderes Tileset. Ah, das sind Roots, okay. Das Tileset nennt sich Vettlinger. Also Vettlinger. V-E-T-T-L-I-N-G-R, wer das im Lazy New Pack machen will oder sich selber holen will. Leider sehen die Zwerge in diesem Teilset scheiße aus, aber der Rest sieht gut aus. Und deswegen nutzen wir das. Ne? Läuft. So. Kann man auch, wenn ich jetzt Dwarf Therapist mache? Ja, okay. Wir werden den Part jetzt einfach mal starten. Normalerweise sollte Auto Labor dafür sorgen, dass wir auch das Labor verteilt haben. Ich werde jetzt einfach mal anfangen mit Designieren. Und zwar machen wir hier den Eingang einfach hin. 3 oder 4 breit. Ich bin eigentlich immer für 3. Machen wir 3. Wir haben eine Wasserstätte direkt vor unserem Vor. Das ist vielleicht schon ein bisschen lang, hä, für den ersten Gang. Aber ihr seht mal, die Teile sind super schön zu erkennen und sowas. Und das gefällt mir einfach. Und deswegen habe ich gedacht, probieren wir das mal aus. Hier hätte ich eine Up-Down-Stair gerne. Und dann schauen wir mal einfach nach unten, wie weit wir kommen. Und entscheiden dann mal, was wir draus machen. Wir können schnell einen Stockpile hier oben anlegen, was später unser Stockpile für gewisse Dinge wird. Irgendwie komisch. Nicht ganz so, wie es wollte. Achso, der geht immer 10. Haha, hatte ich vergessen. Okay. Das heißt, wenn ich 1, 2, 3, 4. Ja, das ist gleichmäßig. Das war falsch. Ich muss erst wieder reinkommen, Leute. Ich habe das schon lang mehr gespielt. So, machen wir hier einen Stockpile hin. Jetzt passt's. Wunderbar. Und schauen wir mal. Das ist jetzt größer als 10, oder? Nee, kann's gar nicht. Es ist 11 groß. Okay, passt schon. Aber wir haben hier einen Stockpile für den Anfang. Hier werde ich gleich auch das Gate hinlegen. Ich muss dann nur... Oh mein Gott, kommen wir hier schnell durch. Was ist das? Sand. Wir haben schwarzen Sand als Eingang. Okay. Interesting. Warum habe ich hier eine... That is dumb. Das wollten wir nicht haben. Designate. Remove the stairs. Dankeschön. Do it, please. Habe ich jetzt das richtig gemacht? Jetzt habe ich es richtig gemacht. Aus irgendeinem Grund habe ich dem klar gesagt, der soll Leitern machen. Leitern. Stairs. Treppen machen. Ich will auf dieser Ebene aber wirklich nur einen Stockpile haben. Wir werden eine Ebene nach oben gehen wahrscheinlich. Ah. Das war auch dumm. Ich glaube, ich habe es gerade versaut. Weil ich bin nicht daran gewöhnt, dass es nur einen nach oben geht. Es kann sein, dass wir jetzt einen zweiten Eingang in unser Fort geschaffen haben, was einfach dumm ist. Wir haben Zeug gefunden. Also hier sind wir schon auf Steine getroffen. Silt? Nee. Fireclay. Fireclay war doch was Besonderes, ne? Besonders und super selten oder so. Was haben wir hier? Hewn Cluster. Elf hat wenigstens eine Mitte. Ja, eben, genau deswegen. Ich glaube, das hier war dumm. Ich hätte hier nur eine Downstair machen sollen. Aber man sieht nicht, dass es hier nach oben geht, ist das Komische. Ah, da war übrigens gerade ein Vogel, den ich gesehen habe.
Der Schnee schmilzt, das ist schön. Wir haben überall Wurzeln. Ugh, das ist ja voll eklig. Aber wir kommen durch den Sand zumindest super schnell voran, das ist schön. Die ganze Katze. Ich mache hier mal einen Stockpile. Einfach mit allem drin. Stockpile. Und zwar ein... I don't know, Food Stockpile, I guess. Und hier würde ich gerne noch drin haben... Jo. Warte mal mit E. Enable, keine Corpses, Stones auch nicht, Ammo, Coins, Bath Blocks, Gems, Finished Goods, Leather, Cloth, Wood, Weapons, Armor, Sheets. Das ist mir egal. Animals nicht. Ja, nichts anderes sonst. Ich bin auch von Wood nicht so überzeugt. Ich glaube, es nehmen wir wieder weg. So. Aber jetzt würden sie zumindest alles hier reinpacken, wenn wir ihnen hier sagen, baut den Wagen ab. Da ist der Wagen. Oder auch nicht. Da. Warum kann ich hier nicht auswählen? Jetzt. X. Mit Q muss man den auswählen. Jetzt habe ich dir nämlich gesagt, baut den Wagen ab, den brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kann ich auch hier sagen, H für Hotkey. F1, Zoom hier und es ist der Gate-Hotkey. Genau, sehr schön. Automatisch. Also mit F1 kommen wir direkt zum Gate. Das ist toll. Da wird unser Zeug gelagert. Oh, guck mal, die Äxte und die Pickaxes sehen super aus. Erkennt man sofort, was es ist. Ein bisschen klein vielleicht. Ja, interessanterweise ist kein Ausgang hier erschienen. Das finde ich strange. Ja, und hier ist eine Treppe runter erschienen. Das war nicht so intelligent. Es geht hier nicht nach oben. Okay, vielleicht habe ich es gerettet. Wenn ich jetzt nämlich sage, entferne mir die Treppen, dann sollte es auch keinen Ausgang geben. Also, wenn schon einer da ist, schon, aber wir können zumindest so nicht weiter nach oben bauen. Jetzt gibt es nur noch Treppen runter. War ein Fehler von mir, wie gesagt, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Das Lager sieht gut aus vom Boden her, ne? Finde ich auch. Sehr, sehr klar und deutlich. Und eigentlich bin ich ja ein Fan von dem noch relativ sparsamen Iron Hand 18-Pixel-Teil. Das hier ist sogar nur ein 16-Pixel-Ding, glaube ich, ne? Ne, 32-Pixel. Okay, das ist sogar viel, viel höher. Viel, viel hochauflösender. Also von daher ist es ziemlich cool. Ich bin halt nur kein Fan von den Zwergen. Ich finde, die Zwerge sehen so hässlich aus. Gucken wir mal, ob Auto-Labor an ist. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, aber das ist nicht so, ne? Das ist das Falsche. Wo ist die Effekt? Das ist nicht die Effekt. Das ist auch nicht die Effekt. Okay. Da ist es. Auto-Labor. Ist es an? Current State ist Zero. Wirklich? Auto-Labor, ne, Enable Auto-Labor war es. Das ist dumm. Hab ich nie so gemacht. Enable Auto-Labor. Enabling Auto-Labor, wunderbar. Das heißt, ich muss mich nicht drum kümmern. Habe ich nämlich nicht so wirklich Bock drauf momentan. Habe ich eigentlich nie Bock drauf, weil es ist zu anstrengend, sich dauernd mit den Labor-Sachen zu beschäftigen. Die Frage ist, sollen wir die Zwerge noch benennen? Wenn ja, mache ich das im Off mit euch. Wir streamen das ja wieder. Ihr seht ja unten rechts im Stream-Chat. Aber ich meine, schaut's mal an, ihr seht die Fässer ziemlich gut, man sieht, dass hier eine Crossbow liegt, hier eine Axt, Crossbow, ohne dass ich wirklich drüber hovern muss. Das sind Bolts, okay, die sind jetzt sehr generisch, aber ist klar. Crossbow-Bolts sind praktisch nur Stäbe, sind Stäbe aus, in dem Fall Kupfer. Aus gehärtetem Kupfer. So, was haben wir hier? Aber wir haben Fireclay, Shiro, magst du mir nochmal schreiben, was Fireclay genau... Fireclay war doch dafür da, dass ich... irgendwas Bestimmtes machen konnte. Magma Safe Stuff, glaube ich, ne? Ah, weil es nicht geglazed werden muss, um wasserdicht zu werden. Ah, oh, wie geil. Okay. Das heißt, wir können unsere Pots praktisch aus dem Zeug machen. Außerdem hier unsere Red Flash Opals. Okay, wir haben Opale gefunden. Hier unten ist das erste Mal wahrscheinlich richtig. Tetrahedrite. Oh mein Gott, wir haben Eisen. So schnell. Hammer. Wir haben Claystone. Keine Ahnung, was das für ein Stone ist. Kann ich mir das angucken?
Ich kann mir nichts dazu angucken, solange ich den Stein nicht habe. Hier haben wir einen Stein. Claystone. Loose stones yielded by mining, used in a wide variety of industries. Bla 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 bla. Color gray, material claystone. Solid density. Guck mal, ist sogar für die Dinger die Dichte dieser Steine drin. Hammerhart. Maximum sharpness. Die molare Masse von dem Zeug ist hier drin. What? Ich werde immer wieder überrascht von dem Game. Description. Das ist Claystone. Ich habe keine Ahnung, was Claystone genau ist. Ob das wirklich ein ordentlicher Stein ist oder halt wirklich nur Clay. Oh, hier können wir direkt Tetrahedrite abbauen. Was haben wir hier? Slate Wall. Okay, Slate ist auf jeden Fall ein Gestein. Das heißt, hier werden wir unsere Workshops errichten, denke ich. Nach links hin? Vielleicht drumherum komplett? Können wir machen. Ich glaube, ich halte es mal klassisch, ne? Einfach so ein bisschen und dann sagen wir, von hier ausgehend einmal Workshop. Von hier ausgehend nochmal Workshop. Oder beziehungsweise Lager und Workshop. Dass wir hier praktisch das Lager haben und hier die Workshops. Dann können die Leute relativ schnell ans Lager liefern und die Workshops relativ schnell bauen. Oder das kommt mal schnell an ihr Zeug ran. Das machen wir auf der anderen Seite, denke ich. Und machen da schon mal zwei Arten von Industrien hin. So. Und dann können wir uns fast schon um unsere Unterkünfte kümmern. Und das hier werde ich wieder abreißen. Oder die Designierung entfernen, denn das ist momentan unnötige Arbeit, die wir uns machen. Okay. Und dann werde ich hier sagen, ich hätte gerne einen Feintuner getunten hiervon, aber ist okay. F2, Zoom hier und der Name wird sein Workshops. Unser Workshop-Level. Und wir sind schon dabei. Ist das nicht schön? Gut, dass ich daheim bin. Da haut es gerade den gesamten Atlantik aus den Wolken. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dass du daheim bist. Siehst du? Dwarf Fortress, Lucy. Ich sag's doch. Bei uns ist übrigens heiterer Sonnenschein. Wahrscheinlich kommt der Regen dann morgen zu uns. Oder heute Abend noch irgendwann. In der Nacht oder so. Aber ich bin froh, endlich mal wieder ein bisschen Dwarf Fortress aufnehmen zu können. Grimworld war auch cool, aber es war halt ein bisschen... Es war anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Für mich war es anstrengend. Noch so ein bisschen Dwarf Fortress. Schreibt mir auf jeden Fall, was ihr von dem Tileset haltet, ob es wirklich besser ist oder... Ich muss halt echt mal gucken, wie mein eigenes machen, welche die Zwerge von dem anderen da reinpushen und dann fertig. Glaube ich. Vielleicht nehme ich mal die Zeit dazu. Hier unter der Erde bin ich trocken. Naja, bis es voll läuft, ne Lucy? Bis es voll läuft. Was ich hier jetzt nicht gemacht habe, ist Türen. Door Planning Modus. Also ich habe hier jetzt keine Möglichkeit für Türen geschaffen. Ich habe das hier alles direkt weggenommen. Das mache ich auch nicht immer. Doch, ich hätte gerne noch eine Door, nämlich da. Wir können zwar, haben noch, zwar noch keine, aber das ist ja egal für uns. Okay, passt. Build Construct Wall. Bitte aus. Oh, wir haben Tower Cap? Wollen wir Tower Cap Blocks her? Die sind doch aus der Höhle, eigentlich. So, und das hier wird unser... Hallo? Ach, diese Jason Wall, ja. Das hier wird unser Eingang. Unser Eingangstor, da werden wir noch einen Hund vorbinden, damit keine Kobolde durchkommen. Für den Fall, dass hier Kobolde überhaupt noch existieren. Ich habe schon ewig keine Kobolde mehr gesehen. Nur Gobos. Und das hier ist Tetrahedrite. Geil. Und Tetrahedrite, wie wir alle wissen, hoffentlich, ist Eisen. Das ist ein Iron-Bearing Stone. Der hat zumindest zu einem Großteil Eisen drin. Ich glaube, es kann noch was anderes bei rauskommen. Kupfer? Nee, ich glaube kein Kupfer, sondern... Steht das hier mit drin? Tetrahedrite. Nee, steht hier leider nicht drin. Aber wir können sofort anfangen, praktisch, und... uns zumindest Eisenwaffen machen und Eisentools, wenn wir wollen. Das wäre vielleicht gut, ne? Das wäre vielleicht gut. Und wir können sogar Stahlproduktion anfangen. Es dauert halt nur länger, weil wir
mit der Köhlerei praktisch arbeiten müssen und noch nicht mit Magma. Seid ihr hier schon ganz unten? Oh, das war sogar ganz unten. Okay. Dann, nein, designate up downstairs. Ich will direkt noch tiefer. Ich will diesmal aggressiv nach unten vordringen. That sounds so wrong. Aber wie es sich für Zwerge gehört. So. Dann haben wir so ein bisschen Grundstein mal gelegt. Ich mache den ersten Part nur eine halbe Stunde lang. Dann werden wir gucken, ob wir die Zwerge benennen und wem wir die geben. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr es gut fändet, wenn jeder Militär ist oder nicht. Ich meine, theoretisch für Emergency Measures ist das sowieso sinnvoll, aber die fressen uns halt Rüstung weg. Genau genommen, da wir, beziehungsweise daran gedacht, dass wir halt super viel Industrie haben werden. Oh, wir sollten vielleicht dafür sorgen, dass wir ein bisschen was anbauen können. Aber dass wir sehr viel Industrie haben, ich glaube, ich mache unsere Sachen hier hin. Weil dann können wir den Fire Clay nämlich rausholen. Und schon mal ein bisschen was davon haben. Dann machen wir hier einfach unsere Farmen hin. Das brauche ich nicht. Nicht so viel, oder? Und vor allem nicht gegenüberliegend. Lassen wir erstmal. Was wir machen können. Na, ich mache hier keine Türen. Hier brauche ich keine. Wir können das so machen und sagen, dass hier gegenüber die... Ach, da brauche ich nicht so eine große Halle eigentlich, aber wir machen das einfach mal. Dass gegenüber den Farmen praktisch unsere... Und hier nehme ich gern mehr Arbeit in Kauf, einfach weil ich den Fire Clay haben will. Aber dass gegenüber unseren Farmen praktisch die Samen gelagert werden. Warte auf den ersten Wasserunfall vom Wagen. Ach, der Wagen war aus dem Holz gemacht. Ah, okay, ja, das ist mir neu. Aber cool, wir haben Tower Cap Locks, das ist geil. Interesting, wir können außerdem mal sagen, dass wir unsere... Ich habe die ganzen Shortcuts noch drauf, ich bin irgendwie total baff von mir selbst. Sorry für die Angeberei, aber oh my freaking God. Wie lange habe ich Dwarf Fortress nicht mehr gespielt? Ein Jahr? Mal wieder? Das ist so schlimm, ich komme... so selten dazu, dass wir Dwarf Fortress zocken. Wir werden auch auf jeden Fall Holz im Überfluss haben. Guck mal, das Holz sieht auch voll gut aus. Also wie gesagt, ich mag das Teilzeit. Ich finde nur die Zwerge ultra hässlich. Und natürlich schmeißt du das Holz ins Wasser. Das war eine gute Idee von dir, Chef. Was ich aber machen kann, ist eine Zone. Und kann sagen, hier... Das hier ist unsere Water Source. Außerdem, und ich will dafür gerne einen Fluss haben, das hier wird unsere Fishing Zone. Denn ja, ich will auf jeden Fall fischen. Könnt ihr aber glauben. Fishing Zone. Und ich mache die extra nicht auf beide Seiten, weil ich will nicht, dass die Leute da durchschwimmen, die Vollidioten. Das werden wahrscheinlich sowieso machen und sterben. Oh well. Wenn das vorendet, dann endet es mit Glorie, indem alle ertrinken. Oder von Fischen erschlagen werden. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir unsere Farm ans Laufen kriegen. Build Door. Ich liebe das Planning Tool von DFHack. Ich hoffe sehr, dass das nativ drin sein wird im Dwarf Fortress Steam Version. Ich glaube es nicht. Ich befürchte, dass es nicht so ist. Und ich werde die Steam Version mir zwar holen, aber ich werde sie erst spielen, wenn DFHack dafür verfügbar ist. Weil ich kann ohne DFHack nicht leben. Wenn ich erst die ganzen Türen und sowas bauen könnte, wenn ich es auf Vorrat habe, dann würde ich einen Anfall bekommen. Macht es natürlich schwieriger, die aus dem Stimmmaterial zu haben, aber ich glaube, DFHack könnte mir das sogar ermöglichen. Dass ich sage, hier sollen nur Türen hin, die aus Marmor sind oder so. Nur, dass ich es nie nutze, weil mir ist egal. Hauptsache, ich habe eine Tür da. In Rimworld verbrennen alle, in DF ersaufen sie. Ja, hier gibt es kein Brennen so. Hier kann nichts brennen. Ich meine, ich glaube, die Luft kann brennen, wenn man Lava überall rumlässt, aber ich meine, die Lava, die überall ist, sie ne, macht größere Probleme. Es gibt aber auch kein so ausgefeiltes Temperatursystem wie in Rimworld. Und in Rimworld ist das schon ziemlich basic eigentlich. Von daher, schaut mal den Kontrast von Wänden zu Boden an. Ich finde das klasse. Super, super gut ersichtlich alles. Ich will... Wie mache ich das nochmal?
Ich will gerne eine Farm haben. Ist das einfach ein Designation? Nee, es ist Build, Farm Plot, ne? Es ist nicht F. Nein, das ist Trade Depot. Oh, das war groß D übrigens. Das war ein Cabinet, Display Furniture. Oh Gott, ich musste dann doch mal die Liste durchgucken. Bla 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 bla. Floor Hedge Floodgate, da ist kein Farmplot. Wo war denn? Farmplot mit P. Ha. Sehr gut. Dann dieses super awkward Eingabesystem. Aber es heißt immer, Dwarf Fortress wäre so schlecht vom Interface her. Ganz ehrlich, ich habe kaum ein besseres Interface gesehen als in Dwarf Fortress. Es ist nicht anwenderfreundlich, aber es ist großartig. Wenn man dieses Interface hier, wie es ist, beherrscht, ist es eines der effizientesten und besten Interfaces, die ich je gesehen habe. Mit der Maus würde ich nie so schnell alles hinbekommen, habe ich das Gefühl. Und das merke ich in RimWorld immer wieder. Ich hätte so gern Shortcuts bei RimWorld. My goodness, aber es sind einfach zu viele Sachen. Da gibt es keine Shortcuts für. Nicht wirklich, aber es wäre so schön, wenn ich Shortcuts hätte. Da ich es eben gesehen habe, will ich ein Trade Depot haben. Und zwar, will ich es hier drin haben oder will ich es... Ich glaube, ich will es draußen haben. Hier. Mach mir ein Trade Depot aus... Slate, I guess. Wir haben leider gerade nichts Schöneres. Ich könnte es aus Claystone machen, aber ne, wir machen Slate. Achso, ich muss ja Shift. Okay, weil dann geht das auch los und wir dürfen halt uns nicht erwischen lassen mit runtergezogenen Hosen. Ohne eins. So, das hier wird unser Partially Construct. Okay, ich warte, bis die Farmplots da sind. Machen die eh schon. Orthoclays haben wir. Keine Reports. Alerts. Hallo? Ja, ist Alerts. Keine Nestboxes, bla bla, Tetrahedrite, Orthoclays, mehr Tetrahedrite, awesome. Oh Gott, wir werden in Stahl ersticken, ich freue mich drauf. Machen wir noch ein Food Stockpile. Und zwar, dieses Food Stockpile wird verändert, dass hier nichts erlaubt ist, außer... Seeds. Und unser Stockpile hier wird verändert, dass hier alles erlaubt ist, außer Seeds. Danke. Und damit haben wir alle Seeds bei unseren Farmen. Und ich würde sagen, hier setzen wir uns einen neuen Hotkey auf die F3. Zoom hier. Name Farms. Dann. Also F1, F2, F3. Bam. Sehr gut. Farben werden wir wahrscheinlich eh nicht so oft angucken müssen, aber ist egal. Das hier wird unser Frühling. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jawohl, gar nicht. So macht man das ja überhaupt nicht, ne? Ist egal, wir machen es trotzdem erstmal so. Plump Helmets kommen hier hin. Ja, doch, Plump Helmets. Auf jeden Fall. Dann im Sommer Plump Helmets. Dann im Autumn Plump Helmets. Und im Winter Plump Helmets. Sehr gut. Hier Sweet Pots im Sommer. Man fängt immer im Frühling an, by the way. Cave Wheat. Herbst Cave Wheat. Und im Winter Plump Helmets. Wir haben keine Dipple Cups, ist das Problem. Sweet Pots. Ne, hier machen wir Plump Helmets. Hier machen wir Pigtails. Wir werden sehr viel Pigtails brauchen. Pigtails, weil Pigtails ist unser Stoff. Die weben wir zu unserem Stoff wieder Plump Helmets. Also im Winter werden wir nur Plump Helmets machen. Machen wir hier nochmal ein paar Sweet Pots. Hier, ich bin geneigt für mehr Pigtails. Wir können noch ein paar Sweet Pots machen, aber ich will mehr Pigtails haben. Ah, okay. Wir machen hier Sweet Pots. Und dann machen wir hier Pigtails und im Winter wieder Plump Helmets, weil Winter kommen nur Plump Helmets. Sehr gut. So, außerdem hätte ich gerne hier... Kann ich dieses Mal sogar schaffen? Nein, kein Stockpile, danke. Build, Farmplot.
Disconnected, sagt er mir. Okay. Was hier richtig scheiße ersichtlich sind, sind die Rampen. Seht ihr das? Das hier sind Rampen. Und die sind richtig shit zu sehen, finde ich. I don't like. Really, really don't like. Und hier ist nicht. Ah, hier ist kein durchgehender Strip of Land mit grünem Gras. Das ist unschön. Wir können hier trotzdem eine Farm hinmachen. No mud soil for farm. Mud is left by water. Aber das hier ist fruchtbares Land. Ich brauche keinen Mud. Ich glaube nicht, dass ich Mud brauche. Ich hätte trotzdem gern wenigstens eine Farm hier. Es ist nicht disconnected, das ist gut. Theoretisch können wir es auch ein bisschen größer machen. I mean, I guess. Wird schon passen. Machen wir hier einen Farmplot hin, dann werden wir hier ein paar Strawberries oder sowas anbauen. Weil ich auch ein bisschen über Landfarming haben will, also beziehungsweise an der Luft, weil die Leute sonst zu schnell cave-adapted werden. Ich sehe gerade, die Holzstapel haben sogar unterschiedliche Varianten. Ja, ne? Ist voll cool. Zwei oder drei? Drei sehe ich mindestens. Vier? Geht dem Ganzen auf jeden Fall mehr Diversität. Ich bräuchte es nicht, to be honest. Das ist für mich kein grafisch notwendiges Game, wo man wirklich Grafik huren kann. Wie blöd. Aber, ja, ne? Ist zumindest nichts Schlechtes. Workshops. Workshop, Workshop, Workshop. Build, Workshop. Und zwar will ich haben erstmal einen Mason. Davon hätte ich am liebsten direkt zwei. Aus Slate. Dann hätte ich gerne direkt noch einen Mason. Weil das sind meine zwei wichtigsten Workshops. Ganz einfach. Dann, obwohl der Jewel Crafter, also der Craftsdwarfs Workshop, ist mit genauso wichtig. Auch aus Slate. Machen wir noch einen, sobald das hier frei ist. Wir können in die Mitte noch einen packen. Gibt es noch irgendeinen, der mit Steinen zu tun hat, den ich hier gerne hätte? Grunde wäre es gut, hier einen Holzworkshop hinzumachen. Oh, ich bin falsch. Das hier ist mein Lager. Ah, das ist mein Lager, das ist dumm. Aber ihr seht auch, die Workshops sehen anders aus und besser, also hübscher. Ich dachte einfach, ihr würdet euch darüber freuen, wenn es ein bisschen hübscher ausschaut. Warten wir hiermit noch. Ich hoffe mal, meine Zwerge kommen hier bald mal hin und machen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass schnell eine Küche da ist. Aber ganz ehrlich, die Küche könnten wir theoretisch oben zu den Farmen packen. Eigentlich schon. Wir könnten den hier aufteilen. Wenn ich sage... Nein, einfach nur das und sage Remove Designation. Hier ist die Hälfte. Ich könnte sogar noch weniger als die Hälfte nehmen. Und ich kann dafür sorgen, dass nur hier die Seeds landen. Und stattdessen sorgen wir dafür, dass hier ein Food Stockpile ist. In das... Ja. Hier nur Raw Food reinkommt. Und hier die verarbeitete Nahrung. Und dann sagen wir, hier kommt noch ein Workshop-Patch rein. Und das wird unsere Küche. Und das Schöne ist, ich glaube, Clay kommt so gar nicht rüber, ne? Seht's ja, kein Clay da, der hier rumliegt. Aber ich glaube, wir können hier einfach Clay sammeln. Wenn wir hier so einen Spot hinmachen, könnten wir hier unendlich Fire Clay rausziehen. Das wäre halt schon geil, wenn man den nicht glazen muss und so, wir daraus einfach Pots machen können. Das wäre mal was anderes. Hab ich noch nie gehabt, Fire Clay. Never. Wir haben die halbe Stunde voll, Leute. Wir haben einen Grundstein gelegt. Die Farmen beginnen, wie es scheint. Langsam merkt man, dass der Workload größer wird. Das ist nicht so cool. Deswegen wird dann jetzt mehr so schnell so viel gemacht. Hier soll ich vielleicht dafür sorgen, dass alles verboten ist, glaube ich. Ja. Und stattdessen will ich hier nur
Jawohl, ich will hier eigentlich alles haben. Was ich nicht haben will, ist Unprepared Fish. Das hier machen wir noch schnell und dann beende ich. Drinks will ich auch keine haben. Ich will keine Prepared Foods hier drin haben und der Rest darf drin sein. Alles darf hier drin sein, außer Prepared Foods, Drinks und Seeds. Seeds dürfen auch nicht drin sein. Und hier unten darf dann nur Prepared Food drin sein. Das ist falsch, da will ich hin. Und zwar... Ich glaube, ich kann hier alles blocken und kann sagen... Prepared Food und dann reicht das. Und dann kann hier Prepared Food drin sein. Ich bin mir aber nicht sicher, aber es sagt 55 Barrels. Das zeigt mir schon, dass er weiß, was ich will. Hier sollen aber nur Seeds drin sein, das ist dir klar. Ja, warum willst du... Kommen Seeds in Barrels? Ich dachte, die kommen in... In Bins? Nee, stimmt, die kommen in Barrels, ja, okay. Also sobald wir ein paar Barrels machen können, haben wir auch das. Hier werden wir unsere Küche hinmachen und unsere Brauerei. Denn hier ist alles da, was wir dafür brauchen. Scheiße, wir brauchen einen Drink-Stockpile. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Naja gut, dann wirst du hier erstmal sogar noch ein paar Drinks dran haben dürfen. Und zwar die und die. Und that's it. Läuft. In Säcke und dann in Barrels, soweit ich das noch weiß. Ja, Säcke, ja. Ja. Im Endeffekt schon, was zur Hölle war das? Keine Seeds. Needs Plump Hermit Spawn. Okay. Entweder sind die Seeds schon alle... Ah, die sind... Guck mal hier. Das ist ein bisschen undeutlich. Hier sind welche gepflanzt. Hier nicht. Das war in dem anderen Teilzeit auf jeden Fall schöner. Na gut. Ihr könnt mir, wie gesagt, sagen, was ihr davon haltet von dem Ding. Schreibt mir was Schönes. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dwarf Fortress. Mit... Wie heißt unser Fort? Ach ja, habe ich noch gar nicht gesagt. Unser Fort heißt Ancient Tome. Und unsere Gruppe, The Vessels of Obstacles. Wir fanden die Namen ziemlich cool. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Bis dann, Leute. Tschüss.